So. Schauen wir mal. Manchmal nehmen wir mal wieder den Task Manager auf. Aber ja. So, die Sache ist, ich habe jetzt relative Fixwerte und die sind im Verhältnis vermutlich relativ niedrig. Also 4K-Gaming-Übertragung werde ich jetzt nicht machen. Nicht? Nein, aber ich wollte halt so Mindestwert erreichen, wo das halt alles soweit passt von Übertragung her. Und dass halt der Rest quasi halt extrem wenig bis gar nichts verbraucht, dass ich halt nicht halt nur für meinen Bottleneck dann halt komplett auffülle. Verstehe. Weil ich halt nach hinten geschaltet bin. Und ja. So, musst du jetzt mal mir hier so sagen, wie schaut der Stream aus? Wie klingt das so für dich? Bisher ganz gut. Wie gesagt, ich bin ein bisschen stumpf, warum auch immer, aber ist halt so. Weil du klingst für mich auf Discord, klingst das relativ normal. Ich weiß nicht, warum das in der Aufnahme wieder so anders ist. Ja, keine Ahnung. Gut, jetzt suche ich Hast mal. bestimmt wieder irgendeine komische Einstellung, weil du wieder an allem rumgespielt hast, so wie üblich. Ey, das hat Ich glaube, definitiv. aber ich glaube, ich klinge nicht viel anders, als ich sonst geklungen habe. Ich glaube, sonst habe ich auch immer ein bisschen stumpf geklungen, insofern. Das kann durchaus sein. Ich meine, es war jetzt eine Weile her, seit ich gestreamt habe. Wie lange ist das jetzt her? 3 Wochen? Ja, aber vielleicht sogar ein bisschen länger. Das Keine ist Ahnung. durchaus möglich. Jo, scheint alles relativ fix zu sein. Wenn der Stream jetzt von der Qualität her ein bisschen schlechter ist, dann kann das auch durchaus sein. Aktuell sieht er noch ganz gut aus, aber ich bin auch nur im Fenstermodus. Ja. Ich sage es halt, dass ich sowieso nebenher jetzt anfange, das halt als Aufnahme gleich aufzunehmen. Da muss ich nichts runterladen. Man kann es einfach direkt halt hochladen ohne Qualitätsverlust. Dafür habe ich ja halt den Speicherplatz, von daher. So. Hi. Elemento Destiny Rising. Ich habe keine Ahnung, was wir letztes Mal gemacht haben. Schauen wir mal. Ich bin schnell. Ah, wir sind in 8. Also sind wir im Late Game, wie man so schön sagt. Ich bin schnell. Haben wir Arktika schon erkundet, ist die Frage. Moment, nee, halt, ich bin gar nicht mit dir nach Arktika gelaufen, oder? Oder haben wir das noch gemacht? Du bist ganz am Ende noch hierher gelaufen, aber mehr haben wir nicht gemacht, glaube ich. Sicher, dass ich hier gelaufen Ja, bin? du bist ja Warte. hier. Ja, warte. Ich bin mir relativ sicher, dass du dann Nee. noch hochgegangen bist. 21.05. Warte. Nee, es ergibt auch keinen Sinn. Ja, am 27.05. haben wir noch gestreamt. Ja, okay, dann gibt das Sinn. Okay. Einfach hier, Artiger, Ich denke, kann man ganz einfach checken, ob unten ich die Tour aufgemacht habe oder nicht. Habe ich den Traumsäbel schon geholt? Ich glaube schon. Ah, Tour habe ich auch Glaube gemacht. auch. Ja, okay, es passt alles. Amos Traumsäbel. Jo, ich habe alles. Hervorragend. Gut. Dann hi! Ich bin weiter. Ich glaube aber, in Arktika habe ich noch nichts gemacht. Aber dafür habe ich ja meine lustige Dingens erstellt. Aber hier gibt es nur das Dönerbuch und Agilband. Also, Dönerbuch kann ich eh nicht benutzen, weil habe ich nicht als Element. Ich bin immer noch mit der Rising-Truppe. Wir können Sonderausrüstung benutzen. Aber halt nicht so Elementsachen, die halt nur exklusiv für die anderen Damen waren. Das ist soweit mein letzter Stand. Ansonsten, da ich halt so Probleme hatte mit Internet-Streaming, hast du nicht gesehen, konnte ich nebenher sehr viel erstellen. Das kurze, die Kurzzusammenfassung davon ist, dass ich an anderen Projekten eigentlich so ziemlich alles vorbereitet habe. Inklusive Ancient Powers habe ich alles vorbereitet. Und eigentlich war das sogar ganz gut, dass ich die Zeit dafür hatte, weil das hat zusammengerechnet 100 Stunden gedauert, dass ich das alles aufgesetzt bekommen habe. Man kann Maße fragen, ich habe geflucht über den XP. Ja, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Kennt man ja. Gut, ich habe das alles nicht mehr jetzt gerade so ganz auf der Pfanne. Aha! So. Schon mal richtig. Die Höhle haben wir. Nein, noch nicht gemacht, weil wir das jetzt Nee, erst machen natürlich nicht, müssen. weil wir jetzt erst gekommen sind, genau. Genau. Musste neben der Engine Pause ja einiges testen. Und auch andere Dinge habe ich halt vorbereitet. Oh, apropos, andere Projekte. Mase, erinnere mich mal später an Pokémon. Ich muss mit dir da noch was quatschen. Also eine weniger erfreuliche Nachricht, aber das Schicksal hat einfach gezeigt, manche Dinge sind nicht kompatibel im Leben. Upsa. Wenn man gerade draußen was hört, dann ist es gerade ein riesiger Flugzeug, was nebenher fliegt, warum auch immer. Also ich höre nichts.
Das ist gut. Aber ich habe dich auch ein bisschen leiser gestellt, damit du dich nicht doppelt hörst. Das ist gut. Ich meine, solange du mich noch hörst. Naja. Falls man bei mir im Hintergrund was hört, also mein Ventilator, aber ich habe jetzt bisher nichts gehört. Das ist gut. So, habe ich auch nichts gehört. Wenn ich übrigens, es kann sein, dass ich bei Discord jetzt, also auf Discord selber, bei dir halt auf dem Bildschirm schlechter klinge, wegen Dingen. Nö, passt. Du klingst nicht anders als sonst. Okay, das ist gut. Also, habt ihr Erde-Schwäche? Wahrscheinlich nicht. Nein. Dönerbohr. Oh, Schaden. Bisschen. Also, nicht viel Heilung. Dämonen. Albtraumgeist, wie machst du denn? Okay, Pardon, das glaube ich ist besser. Das heißt, da kann ich mit Alex Zepter der Herzen sogar ausrüsten. Wahrscheinlich kann ich mit dir einfach nochmal angreifen, weil wegen Blutung. Chris kriegt null Schaden! Und Jan kriegt wieder zu viel Schaden, wie man es halt gewohnt ist. Oh, habe ich in den Eisring ausgerüstet? Das wäre ein bisschen relevant. Der hat eine Eisschwäche. Ich doof. Wäre gar nicht mal so verkehrt. Sollte ich mal eventuell gleich tun. Und jetzt kann ich das Zepter der Herzen ausrüsten. So, das wird jetzt mal ein bisschen langsamer sein. Ich muss jetzt ein bisschen reinkommen. Ich entschuldige mich. Ja, genau. Ah. Eisring. Dann hast du einfach. Hast du schon. Donnerring brauchen wir gerade nicht. Kraftband. Zepter der Herzen. Ich kann einfach. Aber Magieband für mehr Heilung ist okay. So, ups. Stimmt, weißt du mal, konnte ich die Bildschirme verlassen? Ja, das heißt, ich könnte theoretisch, dass wir das im anderen laufen, mich dann immer zu heilen. Boah, ja. Ganz schön kalt hier drin, nicht? Kaum betreibst diese Höhle, du stößt ein Riesier! Eisbrocken von der Decke und versperrt den Eingang, seitdem sie sich fest. Oh, wir will schon jammern, immerhin habe ich Kundschaft. Kann ich also irgendetwas für euch tun? Ja, so viele Schreibfehler in Ancient Powers, obwohl schon zweimal verbessert worden ist. Ich will das nicht alles korrigieren. 20 kann ich richtig kaufen. Ich sehe gerade, ich bin nicht sonderlich quiede. Willst du verscheuern? Nicht wirklich. Ah. Auf bald, auf bald. So. Dann laufen wir erstmal zum Beet. Oder versuchen es zumindest. Zum Beet. Ja. Rote Beete. Ja. Ah, ich könnte mir einen Joghurt holen. Ich bin gleich wieder da. Ja. Ah, das habe ich auch. Die Tomlehre. Na, schauen wir mal, wie das läuft. So, wieder da. Willkommen zurück. Okay, irgendwas ist bei dir gerade im Hintergrund lauter. Ist es dein Rechner? Ja. Wie gesagt, mein Ventilator läuft hinten im Hintergrund. So, jetzt geht man ihn auf einmal mit. Ich weiß nicht, warum. Jetzt auf einmal so, ha, ich bin übrigens auch hier. Na, Discord hat jetzt so gedacht, okay, jetzt nicht mehr. Ja. Jetzt machen wir kein neues Canceling mehr. Jetzt kriegst du alles mit. Ja, so dass es nicht die ganze Zeit ist, jetzt weiß ich nur gerade kurzzeitig. Wahrscheinlich, weil du irgendwie dich mehr bewegt hast oder so, wer weiß. Das kann sein. Wenn es jetzt schon nicht mehr da ist. Wahrscheinlich, weil ich gemutet war. Und Discord das als neuen Sound gemerkt hat und dann gemerkt hat, ah, warte, der ist ständig da und dann eben auscuttet.
Weil wenn ich die ganze Zeit denselben Ton mache, dann cuttet der Discord irgendwann aus. Ja. In etwa so. So wie es sein soll. Schau nicht, wie oft ich daneben schlage, ey. Aber ich bin auch ungeschickt gemacht worden, von daher. Beziehungsweise ist es immer noch bastelt, wenn man das halt nicht so einfach entfernen kann. Durch irgendwelche Angriffe. Und bei Alex lohnt sich halt mehr dafür zu gehen, weil jetzt gerade hier so nichts los. So. Hey. Aha. Oh, es ist dunkel. Ein Überhalt. Ein Überhalt? Ein Überfall. Ein Überhalt? Ja. Ich dachte, erwähne das mal. Nice. Ihr müsst nicht so oft daneben schlagen. Naja, zu Final Fantasy nochmal. Es gibt tatsächlich aktuell große Turniere. Die sogenannten Materia Cups. Wo man sich halt auch für Europameisterschaften alles qualifizieren kann. Aber ich hatte bisher noch keine Lust, da irgendwo hinzufahren, weil die waren bisher. In Amerika hatten sie einen. Benelux hatten sie, glaube ich, einen. Und der jetzige war Italien oder so? Ich meine, einfach mal so. Frankreich war es. Einfach so spontan nach America ist jetzt auch ein bisschen sehr viel, meinst du nicht? Ja, aber Paris waren wir halt schon mal, aber weiß noch nicht, ob ich jetzt dieses Jahr zu irgendeinem großen Turnier auswärts in irgendein Ausland großartig fahre. Falls dich Leute wundern, ich habe auf Marse gewartet und der hat vorher noch Trading Card Game gespielt, deswegen. Ich glaube, das jetzt für Leute nicht so von nirgendwo herkommt. Stimmt, hast du eigentlich angekündigt? Nee, habe ich nicht, weil ich erstmal gucken wollte, ob das halt so weiter alles funktioniert. Aber scheint zu klappen, also darfst du jetzt nachher gerne die Trommel. Oh, ja, ich mach das kurz, Alter. Ich hab das schon so lange nicht mehr gemacht. Okay, dann machen. Ja, weil ich muss ja noch hier wieder am Amphibien umnieten. Man kennt's ja nicht anders. Mein Gott, so oft daneben, ey. Du musst ein bisschen besser zielen. Für ungeschickt kann ich auch nicht. Oh, apropos, ich hatte mal mich auch mehr mit den Formen beschäftigt, weil ich ja noch ein paar Challenge-Runs nebenher auch vorbereitet habe. Das hat tatsächlich auch noch mal ein bisschen alles gedauert. Alter, die Formeln. also gerade in Bezug auf Ausweich- und Genauigkeitsformel. Das war schon sehr, Scheiße. Das ist da, glaube ich, ein ganz guter Begriff. So, Moment. Extra mach halt. So. Ja. Carsten, sind hier auch sehr junge. Sagte er, und dann stürzte der Stream ab. Ich habe das extrem unter Stresstest gesetzt für jeweils über eine Stunde, wo ich dann viel mehr halt eingeschaltet habe, auch im Haushalt als gleichzeitig, und es hat halt geklappt. Und halt, es werden auch weitere Änderungen im Haushalt vorgenommen, weil halt jetzt natürlich ein paar aus dem Haushalt gesehen haben, wie das jetzt halt so im Verhältnis funktioniert, weil halt weniger Daten verbraucht, das spart ja auch Geld. Und so ist ja nicht. Ja. Von daher. Aber und halt, es hat für die Zukunft mir gut beigebracht. Da muss ich mir jetzt halt, wenn ich da mal irgendwann ausziehe, halt nicht sowieso machen, okay, ich brauche jetzt den Ultra Mega Hardcore Router mit allem drum und dran. Hast nicht gesehen. Ja, no. I know.
Momentan steht die Liebe nicht so an. Nicht? Nein. Alex Charme zeigen keine Wirkung bei Amphibien. Story of my life. Du bist nicht Alex und du versuchst dich Amphibien zu bezirzen. Das ist richtig. Hoffe ich jetzt mal. Aber ich würde trotzdem auch nicht, bei mir würde es auch nicht anschlagen. So, mach ich jetzt, nehmen wir mal Stream-Chat auf, mal gucken, ob es jetzt alles wieder zusammenbricht oder nicht. Sarah ist halt, ich habe das halt auch unter entsprechend Stress gesetzt, da ich halt dann nicht mehr was öffne und dann spiked das halt natürlich, weil es halt erstmal entsprechend verbinden muss mit allen drum und dran. Mhm. Aber dann halt geht es wieder in die Fixwerte, die ich halt eingestellt habe. Von daher. Also ja, ich hoffe, dass das alles soweit. Aber es scheint alles weiter zu passen. Wenn natürlich jetzt halt von. Der läuft. Wenn halt jetzt halt irgendwie. Hä? Oh, das ist ja mal super seltsam, was hat Sui denn hier gerade verkackt? Hm? Warte. Inwiefern? What? Moment. Kannst du nicht mit dem reden, oder was? Oh mein Gott, was ist denn hier schiefgegangen? Warte, pass auf. Ruh mich kurz aus. Geh jetzt wieder zu dem Typen. Ich lauf hier überall rum, du siehst. Ah! Oh, hier unten ist ein Eiskristall. Oh, das erklärt's. Ich dachte gerade, Sui hat da das Event verkackt. Weil ich halt einfach so halt ihn angequatscht habe, nach unten gelaufen bin, auf einmal nämlich Eiskristallschaden. Ich dachte so, what? Hast du jetzt da ein Eiskristall beim Typen hingesetzt oder was? Aber nein. Da war nur einer nicht zu sehen. So. Ah, wir haben ja einen Punkt erreicht, wo ich mit normalen Angriffen agieren kann. Ist das nicht schön? Wobei halt, Oh stimmt, ich habe übrigens was Neues gelernt. Ah ja, klar, jetzt ist das Skill. Das kommt ja alles bald noch. Oh, ich hab Beinstoß gemacht, verdammt. Uff. Wird schon. Oh, Jan nimmt einfach so Schaden, aber Chris nimmt mehr magischen Schaden. Ich weiß warum. Scheiße. Ja, so ungefähr. Ah, daneben. My favorite. Ja, weird. Der erste richtige Kampf, der kommt ja erstmal noch. Ich glaube, dass ich bis dahin dann Level 20, aber da man in dieser Höhle hier sowieso, ja, so drei Level in der geschmissen bekommt, kann ich jetzt mit allen wieder den Skill holen. Mhm. Vor allem einer der Skills wird so Druck. Oh, wundere dich dann nicht über dessen Existenz. Er ist auch so in Rising vorhanden. Mhm. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ist jetzt hier soweit alles tot? Ja, hervorragend. Plöpp. Erstmal Heilung, weil ich hab kein Geld. Das Geld kommt erst noch. Da haben wir schon endlich Geld, Mama. Dann frage, ob ich sie brauchen werde. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich werde ich das extra Geld brauchen. Weil Heilsegen ist nicht wirklich krass. Ich weiß noch gar nicht, ob Alex auch einen besseren Zauber lernt, wenn ich da mal gerade ganz ehrlich sein darf. Hm. Hoffen wir einfach mal. Ja. Digga, du bist fast tot. Oh! Also, wir gerade voll drauf angelegt. Egal. Ich konnte die Bedingungen nicht. Ein geheimes Ende ein. Wenn du Pet einfach schon vorher umbringst, ist einfach dann Game Over. Aber ich muss halt ehrlich sagen, weil dadurch, dass ich jetzt mich so viel mit Ancient Powers beschäftigt habe, habe ich auch natürlich einiges halt an Szenen und Dialogen mitbekommen. Nicht alles von der Story, aber halt, ich habe mich auch an mehr halt erinnert. Abseits davon, dass ich halt dabei bleibe, dass die Schreibe einfach in Ancient Powers eine Milliarde Mal besser gelungen ist als in Origins. Halt, da bleibe ich bei. Muss ich auch sagen, dass halt diese ganzen Spannungselemente einfach besser funktionieren. Ja, ich verstehe halt bis heute nicht, wieso. Also ja, klar, halt, wenn du Ancient Powers zuerst warte, alles hat gerade Pferd angegriffen. Stimmt nicht, aber der hat doch einfach keine HP.
Wenn du halt vorher natürlich das U-Origins gespielt hättest, wüsstest du ja halt, wie das halt läuft. Weil die meisten sind ja zuerst mit Ancient Powers halt vertraut. Deswegen verstehe ich halt nicht so ganz, wieso, weshalb er sich da halt entsprechend entschieden hat, hier das halt also sofort zu spoilern mit diesen ganzen Pet-Sequenzen, ist überhaupt nicht böse. Weil ich finde halt nicht, dass es zur Spannung wirklich beiträgt. Sondern das nimmt halt alles so weg, finde ich. Ja. So. Ich meine, das ist halt so die Sache. Du kannst halt eine Geschichte erzählen, die nicht spannend sein soll. Und ich glaube, da wollte er eher drauf gehen. Er wollte da keine Spannung machen, sondern wollte einfach zeigen, hier, das, so läuft's ab. Es ist eine Methode, sowas zu machen, aber gerade halt die Story, wie du da hattest, mit so einem Plot-Twist und alles, ergibt halt mehr Sinn, wenn du es versuchst, spannend wenigstens zu machen. Entschuldigung, du hast halt wirklich Sequenzen, die halt extrem lang gehen, wo halt dann die Charaktere immer fragen, was ist hier nur los, wer ist denn verantwortlich, was ist der Plan? Ja. Und als Spieler weißt du das halt alles schon. Ja, deswegen sag ich ja, also eventuell wollte Sui halt so in etwa das zeigen, von wegen, hey, du weißt es, aber die Charaktere wissen es nicht, aber du weißt halt, was abgeht, dass man halt nicht sagt, okay, da ist jetzt irgendwas an den Haaren herbeigezogen, sondern hey, das ist von Anfang an so gewesen und so war der Plan, so in etwa. Und halt sozusagen die Überraschung nicht für den Spieler wollte, sondern eher so in etwa hier, guck mal, schau mal, so haben die Charaktere dann auf das reagiert, was du halt schon weißt. Also ich sehe halt eine Möglichkeit, dass man so erzählt, aber man kann halt sehr leicht argumentieren, dass halt natürlich die Erzählweise eben keine Spannung gibt und dementsprechend nicht so passend. Moment. Also währenddessen können wir erstmal wieder weiter gute Musik hören. Ja, das ist halt, wenn ich möchte, in Ancient Powers, das hat halt ja einen ähnlichen Ansatz, was halt die Bösewichte angeht, aber es funktioniert halt besser. Weil halt dieses, wer es sind, das weißt du dann ebenfalls. Das Warum ist halt nur ein bisschen also du siehst halt den Hauptmotivator, aber mit dem kannst du noch so eins zu eins nichts anfangen. Und halt die ganzen Geschichten ist halt wirklich dieses episodische, halt die anderen ganzen Abenteuer und halt so, ist halt so eine Heldenreise, wo du einfach viel mehr Geheimnisse und sonst was entdeckst. Aber das Hauptding ist auch einfach, dass halt in Ancient Powers hast du die größere Truppe und du hast da viel mehr Abwechslung und Dynamik, vor allem optionale Dialoge, die gibt's ja hier in Origins gar nicht. Ja. Halt, das hast du viel mehr in Ancient Powers, weil ich habe ja halt dann Sachen durchgekramt und schon mal eine Performa komplett und zu erstellen, weil, oh, das Spiel ist riesig! Als wir im ersten Drittel von der Komplettlösung fertig waren, hatte die schon die Größe von Origins, also, ne? Und habe ich halt ein paar, einfach ein Bücherregal, gibt es halt dann optionale Dialoge und habe ich mir einfach die dann durchgelesen. Also ich wollte halt eigentlich skippen, aber dann habe ich dann angefangen, die zu lesen und ich habe stellenweise wirklich laut lachen müssen. Es war halt extrem unterhaltsam. Aber ja, so, jetzt habe ich wieder hier schwafelt, jetzt drücke ich wieder die ganzen falschen Dinger. So, Moment. Zwei Origins. Na komm. Öffnen mit. Musik ist scheiße gut. So, weil ich habe ja einen Trick gefunden, wie ich das nebenher noch zusätzlich öffnen kann und dann dadurch quasi mir halt Monsterdaten einsehen kann. Mhm. Halt für, dass ich das halt mir nicht nebenher aufschreiben müsste oder sonst was, sondern ich kann jetzt halt hier schauen, aha, hier ist der Morphschleim, dann sehe ich halt seine Schwächen, Duna und Erde, und halt Anti-Aqua. Und halt Statuseffekte ist halt Verwirrung, Schlaf, Paralyse und halt die ganzen Geschwächtdinger. Also das kann ich mir darüber viel eher anschauen. Da ist es aber halt Donner so eine hohe Schwäche, ist, werde ich halt nicht für Schlaf gehen. Und andere Sachen habe ich nicht wirklich zur Auswahl. Paralyse kann ich halt weiterhin feuern. Verwirrung, falls ich das habe, aber ja. Jetzt kann ich das schließen. Und habe wieder den Stream vor Augen. Gut. Stumm, bla. Machst du wieder den Shockfire? Nicht schlecht. Ah ne, warte, er hat sich gedingert, er hat sich geglitscht. Er ist zu schnell gewesen. Na gut. Geschickt, langsam, Metallgrenze. Also ich einfach Begrenzer. Oh, das heilt ihn. Okay. Das ist jetzt natürlich scheiße. Weil es kann er die ganze Zeit machen, wenn er lieb und lustig ist. Verdammt, wäre ich schneller gewesen. Oh, jetzt sieht man die Animation von den Dingern nicht. Okay. Das ist ein Das wird lang dauern.
Ja, vor allem, wenn du die ganze Zeit einsäfen macht, warte mal. Upsa. Was ist, wenn ich das ohne Cutscene-Skip mache? Komme ich schnell genug ran? Achso, ja. Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich ist er einfach schneller und macht dann einfach dann einseifen. Was doof wäre. Ich habe nicht wirklich die Möglichkeit, da meine Agiros zu erhöhen. Ich müsste halt auf random Startposition hoffen. Für Jan, dass er halt eventuell was landen kann, aber ja. Okay. Eine. Schlaf! Nein! Scheiße! Na gut. Ja, jetzt war die ganze Zeit einseifen so richtig scheiße. Saug doch! Weil Jan auch einfach nicht viel Schaden macht mental, weil er hat das Erika-Syndrom. Oh, er ist schon verlangsamt. Sag ich, deshalb ist er immer noch glitschig, wahrscheinlich. Na, es sieht sehr danach aus. Ah, Eisring. Get fucked. Ah, oh, ich kann's greifen! Schlaf oder Paralyse würde mir schon reichen. Nein. Okay, gut, er greift nur an. Ach so, Stummpfeil. Scheiße. Er ist wirklich glitschig. Na gut, das wird eine Weile dauern. Soll wahrscheinlich einfach mit für Donnerbohrer dann gehen. Wäre wahrscheinlich besser. Glitschig ist auch ein toller Status. Ja, physische Attacken treffen nicht mehr. Er kann halt die ganze Zeit neu aufsetzen, ist halt eher das Schlimme. Wenn ich das so sagen darf. Immer schön, wenn man mittendrin unterbrochen wird beim Einsetzen von Dingen, ist immer wieder ein Spaß. Mhm. Warum verwandelt sich der Schleim denn in Lia? Ja, die ganzen Formen sind halt sehr interessant halt, aber es ist halt keine Erklärung für halt weiße Eiche, verstehe ich noch, Diaboros. War der jemals in der nördlichen Region? Also keine Ahnung, da hört es irgendwie schon ein bisschen auf und dann hast du halt nicht mal Lia, sondern halt tatsächlich Wächter des Donners. Das ist halt so, Mann. Ja, ich greife einen von den beiden an, der die ganze Zeit Schaden machen kann. Fick dich. Das ist gerade so der Boss. Ha! Los, Chris! Ja! Woo! Also, das kommt. Nein, jetzt macht er natürlich den Schlaf. Okay, hat nicht getroffen. Yes! Jetzt kann Chris versuchen, ihm Angriffe zu machen und ihn dabei nicht zu wecken. Stirb! Ja, Damage. So muss das Leben laufen. Während wir großartige Musik haben. Dönerbohrer. Ja, schlaf weiter. Nein. Okay, gut. Nein. Ja, die Panik. Nein, er ist wach. Ich hätte mich halt nicht Wind machen sollen. Ich hätte versuchen sollen, ihn einzu... Fuck. Jetzt war ich so begeistert, dass er geschlafen wird. Aber egal, es war ein guter Schaden. Denn er kann nicht viel, es dauert halt einfach nur.
Der Kampf geht jetzt so lange, dass wir jetzt schon das mit extra Dingens hören. Extra Instrumenten, die Version. Oh. Jan und Pat nehmen so viel Schaden, bloß Pat macht immer einen besseren Schaden. Ha! Stirb! Damage! Nein, ich mach mal Stummpfeil, weil ich den neuen Skill bekommen hab. Mama! Achso, ich kann jetzt Erdschaden machen. Wenn sich das gewohnte Menü dann einfach immer zu, einfach komplett ändert. Ja, furchtbar. Nein! Sachen in solchen Spielen. Chris! Why? Why, Chris? Wow, also immerhin habe ich beim Schlaf ziemlich Glück. Das ist gerade sehr erfreulich. Schnell, kreischen Sturm. Du heilst Magie. Ah! Ich hatte zwei Frames, um etwas physisch mal anzugreifen. Ich danke für diese Gnade. Meine Musik ist immer gut. Ich glaube, er ist nicht mehr glitschig. Ja! Woo! Damn it! It's time! Bringt ihn um! Tötet ihn! Das ist ja verlangsamt, dass er. Ja, und noch verlangsamt! Ja! Jetzt stirbt er. Oh. Also, jetzt auch, aber okay. Ja, schwer war das halt wieder mal nicht. Eine Achterbahn der Emotionen, meine Damen und Herren, meine Damen, Herren und Damen. Ja, ja. So. Bereit mir da schon mal was vor, aber ich werde mich sowieso gleich teleportieren, weil es will ich auf jeden Fall vor der Arena machen. Möchte ich mal so einwerfen, also nicht, dass du jetzt dachtest, ich mache das ja bitte oder laufe zu Fuß. Dass der Weg auch so weit sein muss, ey. Das hat sich Chris dabei gedacht, Mann. Wir müssen Welt erkunden. Nein! Gut. Ich hab die Macht. So, das Haus? Nein. Jetzt heißt wieder Search and Destroy. Ah ja, genau, jetzt kommt erstmal Dingens. Meine Belohnung für diesen Kampf, ein Item, was ich auf jeden Fall bis zum Ende mitnehmen werde. Auch sehr, sehr gut im Boden. So, komm zu Papa. Oder zu Pepe. So, wir haben nämlich... Nein, Scheißstelle. Die Magie schneiden. Die ist nicht generell besser, sondern einfach noch 25 Mentalitätswissig rausstecken. Oh, Baby. Das wird gleich... Ich meine, okay, Dunkelheit. Das wird halt beim Endgame-Gebiet und beim Allianz-Boss nicht helfen. Aber bis dahin... Okay, gut, bei der Festung auch nicht, aber bis dahin, vor allem halt bei einem gewissen anderen Bereich. Wo, den man sich eventuell schon denken kann. So, haben wir das schon mal fertig? So. Na. Und ich glaube immer noch, dass die Truppe sehr leicht durchkommen wird. Ja. Unerschütterlich, dieses Vertrauen. Also wir hatten schon so viele schwere Sachen, die definitiv schwerer waren als der hier. Ach so, du weißt noch nicht, was sie alles an Skills kriegen. Ja, aber dann wiederum hatten wir halt auch viele Charaktere, die halt nicht wirklich überhaupt irgendwas an Skills bekommen haben. Und dann eine Charaktergruppe, die halt den Schieß benutzen musste. Ja. Also, tiefer geht's eh nicht. Außer, sie würden es nicht mehr mit Schieß schaffen, aber das wäre... das wäre was.
Ich lauf in alles rein und das geht furchtbar auf den Sack. Aber ich kann jetzt auch Schaden machen. Schneekristall, das ist immer noch kein Aoe. Belastend, ey. Du bist kein Aoe. Hey, wer ist mit Treffen? Treffen ist für Weichlinge. Ja. Siehe Darkness. Ey, dieser. Nein, halt, das heilt ihn. Nee, jetzt macht er. Das ist ein Schaden. Sehr gut. Darkness trifft mit Absicht die Gegner nicht, damit die Gegner sie mehr hauen können. Ja, du bist cool, super Fan, wir haben's verstanden. Das ist gut, das war ein Witz. Alles gut. Uff. Muss doch kein Witz sein, das ist alles richtig. Immer diese coolen Superfans. Schämst du dich nicht? Nein. Absolut gar nicht. Das ist doch okay. Hey, noch eine Felsenhaut. So. Das heißt ja, ich werde gleich nochmal das Spiel beenden müssen, weil ich dann was umstellen muss. Nein! Scheißhecken! Fuck it. Ist mir jetzt egal. So. Leck mich. So, wir können durch. Jetzt will ich hier alles vorbereiten. Kann ich nämlich auch das Heilbett benutzen. Blöp. 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 So. Jetzt mal hier mich heilen. So. Dann werde ich erstmal kurz speichern. Und dann muss ich was vorbereiten. Aber es dauert ja nicht lang. Mein Gott. So. Bin mal sehr gespannt, wie so ein gewisser Kampf hier wird. Oh, welchen kann ich nur meinen? Es ist und bleibt ein Rätsel. So, Wüste, Wüste. Nein. Pass auf, Visa. Dragoon-Typi. Ich hab seinen Namen vergessen. Dragoon-Typi? Ja, der halt aussieht wie ein Dragoon. Meinst du Dantin? Dantin, ja, genau. Du kannst ihn nicht besiegen, weil sein Unverwundbarkeitsmodus kannst du nur mit den originalen vier Elementen ausschalten, weil Zoe nur die originalen vier Elemente ausgewählt hat. Oh, ja, ich weiß ja, wie das gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt Performer noch schon halt gemacht habe bei den Charakteren oder nicht, weil sonst wird es ja gar nicht funktionieren. Also, es wird selbst funktionieren, aber es würde ewig dauern. Aber das ist witzig, wenn du den Modus nicht umgehen kannst, wie es eigentlich geplant ist. Ich meine, theoretisch, weil du den Skills nicht gegeben hast, theoretisch, ja, würde das nicht funktionieren. Das ist korrekt, aber es lässt sich ja ganz einfach umgehen. So. Und einmal runterscrollen. Yay. Und draußen bringen die sich wieder gegenseitig um. Mach das gefälligst leiser. Ist ja furchtbar. So, check ich mal kurz. Habe ich das Performa eingestellt oder nicht? Hab das ja alles hier schön sortiert. Von daher. So. Ja, habe ich. Außerdem hat das ja schon bei den Basistechniken so eingestellt. Also von daher habe ich effektiv nichts falsch gemacht. Mein Gewissen ist rein. So. Nein, ich bin dumm. Hey, ich bereite übrigens alles vor. Außer. So. Jetzt. Nein, nein. Hier. So. Jetzt aber. Gut. Blöp. Klettern wir. So, Technigen. Crapschub. Natürlich habe ich das alles mal wieder hübscher eingetragen. Weil so kennt man mich ja. Also, ich hoffe, es hat jetzt funktioniert, dass ich nicht wieder irgendwas verkackt habe. Das wäre jetzt natürlich scheiße.
Du hast es verschlimmbessert. Verschlimmbessert, sagt er. Das ist ja furchtbar. Mein Satz, bei zukünftigen Runs werden ja hier diese Charaktere eh nicht mehr vorkommen, weil es halt nicht solche Sondertechniken gibt. Außer ich entscheide so ganz spontan, dass irgendwelche Techniken von anderen Charakteren, falls sie auch genug haben, hierhin verbannt werden. Aber ich weiß nicht, ob ich das machen möchte. Gott, wie lange das alles gehen würde, wenn ich nicht vorspringen würde. Das wäre furchtbar. Du darfst mit mir reden. Darf ich das? So, nein, wer von euch möchte mit meiner Schwester tanzen? Haha, Pat Young Chris Alex. Pat, Herzinfektion gelernt. Wir möchten, kann da gar keine Rede sein. Herzinfektion? Ja, so ist es halt. Blindschuss gelernt. Chris. Schwinde. Und Alex hat das gelernt, ja. Schwinde schon gelernt. Was ist? Alex hat Herzinfektion gelernt. Nein, Pat hat Herzinfektion gelernt, Jan Blindschuss, okay. Jetzt Chris Schwindelschwung. So, speichern wir kurz, um zu gucken, ob ich das ordentlich implementiert habe. Kann jetzt Pat Herzen brechen, oder wie? Pat. Du hast jetzt bereits gelernt. Oh. So. Alex, Magieproduktion gelernt. So. Wir sind... hier fertig. Nice. Ist das nicht toll? So, die Skills gucken wir uns gleich an. Erstmal raus hier! Teufelsladen. So. Teleportieren. Hervorragend. So, erstmal speichern. Und zwar Techniken haben wir Pat und der hat jetzt Herzinfektion. Kann sofort töten. Das ist halt die Technik. Also quasi Tanz der Tod, das Tod ist nur anders. Dann haben wir Blindschuss. Kann die Gegner blenden. Yay, noch ein Status. Ist das nicht toll? So, dann haben wir den Schwindelsprung. Kann die Gegner verwirren. Dann haben wir Magieproduktion. Kostet 500 MP. Heilt 500 MP der Mitstreiter. Ja. Es ist ein Skill, mit dem Alex MP irgendwie verteilen kann. Ich weiß nicht, ob er alle dafür heilt oder einen einzelnen. Ich habe den jetzt einfach nur implementiert, weil ich wollte mich ja nicht zu allem spoilern. Von daher, schauen wir mal. So, jetzt erstmal hier. Was ich mal, ich will jetzt hier für die mentalen Ringe in der Mann oder zahle den vollen Preis für alle. Danke für den Einkauf. Yay. Dinge. Und hier. Für die Leute, die das halt weiterhin... optional halten möchten, die können das einfach weiterhin tun. Jetzt würde ich das jemals releasen. Aber ja. So. Das heißt, jetzt können wir natürlich erstmal einkaufen gehen. Es ist schön, dass die MIDI seit einer Weile nicht mehr kaputt geht. Eventuell ist das nebenher irgendwie repariert, wer weiß. Okay, dann meinst du, jetzt kaputt gegangen. Toll! You were sane. Kosmisches Timer. Oh, das ist sogar die richtig kaputte Version. Ja, yeah, meine Ohren. Und ja, ich habe jetzt maximal Geld. Ja, ab hier kann man sich dann endlich Geld holen. Und jetzt habe ich es halt pro forma. Ja, wenn ich halt irgendwie jetzt für die ganzen Kämpfe nur 10 Tränke brauche, dann wissen wir, okay, es war nicht nötig. Aber das sehen wir halt erst dann. Von daher, so, das habe ich alles. Nice. Und waffentechnisch kann ich, glaube ich, auch nichts Besseres mehr holen. Minus 53, ja. Das kaufe ich. Ah, weg hier. Ah, danke. Schon besser. Ihr müsst euch am Anfang... Nein, lass mich in Ruhe. Aber, wait, what? Aber, ich habe es doch schon gemacht. Aber, ich habe das doch schon Der alte Mann ist jetzt weg. Hattest du hier mit allen geredet? Hab ich's kaputt gemacht? Oh, und die habe ich noch vergessen zu entfernen. Ah, schön. Ah ja, fällt mir gerade ein. So, Ausrüstung. Hier jetzt erstmal hier. So, was tue ich denn? Halt, Elemente werden jetzt erstmal nicht relevant. Also theoretisch halt Segenschnitt oder sowas, aber. Jetzt erstmal nicht. Mentalring. Wann auch immer ich mal die besseren Zauber hier lerne. So, schauen wir mal. Let's go. Let's a go. Blade Shores.
Herzinfektion. Okay. Magieproduktion. Tatsache, es gibt jedem anderen 500 MP einfach wieder. Gut, das ist auch nicht so verkehrt, es hat auf mehrere. Für eine Aktion ist halt nur 500, aber die meisten Techniken kosten ja hier so höchstens 250 oder so, also von daher. Na, vor allem, ja, es heilt halt insgesamt so viel im Superheiltrank. Ja. Nur halt verteilt. Und halt. Einer verliert 500. Oh, nein, ich hab verteidigt. Das wollte ich gar nicht. Gute Heilung. Sehe, es wirkt schon wunderbar. Der Rest hingegen. Das war voll schwer und so. Hm. Gott, ich will gar nicht wissen, wie ich auf die Fresse kriegen werde. Ich glaube, ungeboostet one-shot der auf jeden Fall schon Pat und er könnte auch Jan one-shotten. Also nach dem Power-Boost ist sowieso Chris der Einzige, der überlebt. Wobei, Alex könnte es auch knapp verstehen. Mal schauen. Fällt mir gerade ein. Ich könnte theoretisch Metallring machen und für Magie gehen bei Pat. Weil ich habe eine Magieschneider noch zusätzlich. Ah, ich hab doch einen Geister. Oh, es war gar nicht mehr so viel. Na gut. Macht das hier mehr? Ja, Tatsache. Na gut. Passiert. Nice. Anfänger. Daneben. Daneben ist immer gut, das hilft. Oh. Mein Gott, ihr haut allesamt erstaunlich oft daneben. Wieder vergessen. Oh. Hallo, der Gegner ist blind, nicht ich. Hey, Magieproduktion, das hilft jetzt sogar. Nein, Chris, warum? Davor ist es wirklich, dass ich jetzt halt einfach der Alex vorhin kann. Er kann allen einfach MP weitergeben, damit das Tempo oben bleibt. Gar nicht mal so unpraktisch. Halt nur, dass es halt von allen den Aktionsbutton kurz wegnimmt, das ist ein bisschen nervig. Aber ansonsten geht's. Na da. Gott, Alex. Alex. Warum haut ihr alle so oft daneben? Meins gehen wir hin direkt auf den Start. Davon, das heißt, da geht nicht auf die Leiste weiter und weiter. Das ist ja schon mal ein ganz sehr guter Vorteil. Ich wollte doch nur, dass du hilfst, du Arsch. Nimmt den einfach Arsch. Unglaublich. Ja. Kein Respekt mehr der Jugend heutzutage. Ja, stimmt wohl. Schäm dich, Marcel. Bin nicht mehr jugendlich. Sag's nur so. Inzwischen das Grandpa-Alter. Yeah.
Discord und Twitch sind inzwischen Leute unterwegs, von denen ich der Vater sein könnte. Ja, das hatte ich auch schon in anderen Gebieten. Das macht dich aber nicht gleich alt. Weißt du, wie früh du halt Elternteil werden kannst? 15, am besten. So, das. Also am besten normale ist Alter. Jetzt... Man kann, ja, ich meine jetzt, was ich meine halt. Weil 30 und davon die Hälfte 15 ist halt so das typische Meme. Ja. Gab's ja auch jetzt in dem Anime, in dem, den ich schon mal angesprochen habe, Ushinoko. Du mal mit deinen Animus. Ja. Natürlich. Wenn ich so oft daneben schlagen würde, wäre ich hier schon früher durch. Okay. Dann keine Magie. Ausrüstung. Also noch nicht. So, es wird Zeit für Dabio. Let's go. Meine Phrase, wie oft die daneben? schon nicht mehr lustig. Also jetzt bei Alice ist ein bisschen wegen ungeschickt, aber meine Phrasen. Okay, hat sich das gebufft, wir haben den Text nicht gesehen, das heißt jetzt Magie. Und nur Magie, weil der Rest nicht mehr wirklich treffen wird. Hat so einen einzigen Vorteil, dass halt auch seine Genauigkeit danach ist. And there he's dead. Das war ein sehr interessantes Geräusch. Von mir? Ja. Okay. Nice. Gut. Alter! Oder macht es einfach keinen Schaden? Doch, eigentlich schon, hat er schon oft genug getroffen, ist einfach nur langsam die Verzweiflung. Oh, er ist übermütig, scheiße. Damage.
Nice. War doch gar nicht so schwer. Okay, Zeit fürs Finale. So, wie viele Game Overs? Wie viele Game Overs? Zero. Zero? Okay. Das will ich jetzt mal kurz nachschauen. So, ich will wissen, ob der Sofortkillangriff dunkel hat oder nicht. So. Alles über Zero ist sehr enttäuschend von dir. Macht keinen Dunkelheitsschaden. Belastend. Will ich jetzt mal schauen, welches Level. Oh. Jetzt muss ich noch richtig schauen können. Wait, what? Oh, wait, what? Was? Moment! Crestor? Wo ist Crestor? Da. Ja, das darfst du ruhig annehmen hier. Boah. Ah ja, klar, deswegen hat er das so. Oh, oh, what? Oh, das saugt ja Dixon, ey. Okay. Okay, gut. Okay. Ja. Ja. Ja, wir wissen alle Bescheid, was du meinst. Mhm. Ja, ist schon okay. Schon okay. Voll und ganz gut. Alles gut. Mehr musst du nicht wissen. Mhm. Sagen wir einfach, gewisse Techniken verbergen sich bei Kunde. Oh nein, es ist zuerst Dantin! Weil ich kann das Setup so lassen, von daher. Oder? Kann ich das Setup so lassen? Eigentlich schon. Schneekristall! Ist er wieder ungeschützt. What? Schuss ein Element? Nee, okay, keine Ahnung, was da passiert ist. Gut. Kraftring. Und du kannst Temporing behalten. Hey, instant verlangsamt. Nice. Immer diese Para-Hexer. Das war nicht Paralyse. Kommt es gleich hinaus. Okay, Schockfähigkeit scheint irgendwie ein Element zu haben. Das macht einfach kein Damage. Oder er ist wieder geschützt? Ich weiß es nicht. Ne, er hat sich wahrscheinlich verteidigt. Irgendwie, obwohl er verwirrt ist. Okay, er ist wieder geschützt. Jetzt nicht mehr. Magieproduktion. Er gibt allen 500 wieder, ja. Ja. Richtig gut. Wenn es nur einer wäre, wäre es echt scheiße. Ja. Nein, er ist wieder raus. Warum? Ah, nachgelassen. Soll man schon das Leben? Ah! Bitch! Darfst du nicht so einfach nachlassen?
Jetzt mal ein paar Hexen an. Ja. Ist nur auf der positiven Seite, ist es nur Dante, der das verdient. Dante nicht. Dante ist ja ein Netter. Sagt er und verteilte seine Leichen überall in der Welt. Das ist ja was anderes. Ist es das, ja? Ja. Mhm. Aha! Oh, die Hexe sind real. Wahrscheinlich wird das mich jetzt im nächsten Kampf teuer zu stehlen kommen. Ja, dass gar nichts mehr klappt. Kraftstein und dann nur AOE-Spam. Hat sich selber befreit. Nein! Oh, das war's. Easy! Okay, jetzt kommt das Finale. Halt mich fest, Marcel. Und der Rest hier so, wir haben keinen Bock mehr zu kämpfen, hat das alle in den Pad. Was? Okay, Mentalring, weil du wirst magisch angreifen. Magisch, mein Junge, sage ich dir. Und der ganze Rest ist hier Temporegger. Ich werde sterben. Elendig. Elendig krepieren werde ich. Na da. Na, schauen wir mal. Ich habe Erika umgebracht und ihren Platz eingenommen. Alle haben zugestimmt, weil sie Erika doof hatten. Also. Das sieht man doch gerade. Let's go! Shit! Okay, oh, ich dachte schon gerade Stein. Das wäre jetzt gewesen. Ja, danke, du Arsch. Instant einfach. Okay, ich meine, ich kann auch Begrenzer machen und sowas und schwächen, aber ich glaube, verlangsam wäre auch nicht so schlecht. Aber ich versuche einfach schwächen, weil dann bringt er mich nicht um. Also ich treffe nicht. 3000, das ist gut. Ja! Woohoo! Das ist gut! Ja! Oh! Das war kurz, aber es war schön. Ich vergaß. Oh, Chris ist so tanky! Yes! Hör niemals damit auf, Chris. Jan, wenn es ein es einen Moment gab, in dem du glänzen musst, dann ist es dieser. Genau so, Jungs, genau so. So, und jetzt den Dicken verprügeln. Mit einmal Schabe. Magieproduktion, damit ich einfach schön offensiv bleiben kann. Jetzt, weil Garrick tot ist, ist es eigentlich ganz gut. Oh, das war schon. Oh, wie viel Pech kann man haben? Ja! Ja! Okay. Ich habe nichts gesagt, ich habe absolut gar nichts gesagt. Scheiße! Nein! Bitte sei nett. Alex trifft diese Schwäche. Ja, und da ist der OE. Du bist gestorben! What? War er nicht geheilt? Well, I'm dead. War Chris nicht geheilt? Warum ist Chris gestorben? Er war, glaube ich, nicht geheilt. Ich glaube, ich war zu offensiv. Ja, Kraftstein, AOE. Ja, also halt, Alex kann es knapp überleben, Chris sollte überleben und Jan und Pat sind tot. Das ist, ja. Der Kampf lief so gut. Oh, shit. Und dann hat er uns enttäuscht. Ja, da konnte ich jetzt sehr viel für. Ja. Oh, er ist geschwächt. Ja. Was ist das für 500 Schaden?
Heilsegen halt nicht viel. Also Kraftstein, aber ist okay, weil es gleicht sich ja aus. Also der OE mich nicht umbringt. Es hat die Frage, wie lange das hält, das weiß ich nicht. Hm. Warten die jetzt die ganze Zeit, bis die Schwächung weg ist, oder was? Okay, er ist verwirrt, das ist gut, das ist gut. So belastend. Immer gestärkt, ey. Kraftstein. Ah, Pat! Ah, Pat! Let's go! Let's go! Na boy! Der Junge, der überlebt hat. Nein, oh, der Hass! Okay. Schon verstanden. Nachricht ist da gekommen. Scheiß Heilkreuzer, ey, Mann! Liv! Goddammit! Oh, es braucht einfach gar nichts mehr. Ja, nein, ich lebe. Okay, gut. Er hat immer zwei Angriffe abgefangen dadurch. Das war sehr viel mehr. So, tot. What? Was ist da gerade passiert? Verwirrt. Manchmal ist Leben halt auch nur ein... eine Metapher für den Arsch. Ein Mittel zum Zweck. Es braucht aber nichts mehr. Von aber absolut nichts mehr. Irgendwas. Okay, danke. Vielleicht kommen wir jetzt aber gleich wieder. Oder auch nicht. Ja, what? Er ist tot? What? Was? Was? Habe ich so viel Schaden gemacht? Ging das so lange? Wie viele Minuten sind vergangen? Welches Jahr haben wir? Schon ein bisschen. Aber es war der zweite Versuch! Stimmt. Der zweite Versuch war eigentlich jetzt nicht so lange, das ist richtig. Was? Und er hat sich auch dazwischen sogar geheilt. Was habe ich verpasst? Haben wir gerade einen Zeitsprung gemacht? Ist das eine Jojo-Referenz? Eventuell hat X-Fi einfach seinen Insta-Win-Cheat aktiviert. Achso, natürlich. Insta-Win geht ja nicht, sind ja dagegen geschützt. Nicht, wenn du im Code hast, drück einen Knopf und gewinn den Kampf. Oh Gott, Shortcuts, fürs Geld sowas, bis zum XP. Vor allem, es geht mit dem XP, aber nicht mit dem Kampfsystem, weil es sich halt die ganze Zeit beißt. Hm. Da traust du mir gerade mehr zu, als das System mich machen lassen möchte. Hallo, du hast ziemlich viele Stunden Zeit und investiert. Das stimmt. Das meiste war mit sich mit der Technik ärgern. Ja. Sagst du. Was? War nicht in deiner Wohnung, ich hab dich nicht beobachtet dabei. Ah, so einer bist du also. Entschuldigt, bis das Gegenteil bewiesen ist, oder wie war noch? Mhm. Und deswegen bist du bei der Polizei gelandet. Ich bin ja kein Richter, ich muss das nicht entscheiden. Ja, ja.
Selbstjustiz und so. Hey, neue Technik? Was hat denn der Alex gelernt? I am the law. Nice. Das ist doch voll gut. Was für Technik hast du gelernt? Phoenix! Das hätte ich gerne vorher gehabt. Aber egal. Hat funktioniert. Stimmt, ich darf mich ja jetzt nicht heilen. So richtig dümmlich. So, auf zum Inn. Achso, ja. Ah, Engine Power Switch, jeder einzelne Heilbereich editieren durfte, weil sie einfach nur eingegeben hat, dass jeder einzelne Charakter geheilt ist, einfach hier in Party. Naja. Immer noch sehr belustigend. So, jetzt müsste ja die andere Region frei sein. Glaube ich zumindest. Warum muss ich nach Norden? Nein, ich muss jetzt andere Region, glaube ich. Ja, andere Region. Nee. Die Freude hat sich an meine Grenzen. Hat sie hoffentlich ein bisschen mehr Sterbe. Oh, ich fällt gerade ein, Alex hat immer noch das falsche Zepter. Dann hätte man ein bisschen mehr heilen können, so. Na gut. Kraftring. Zwing. Alle Segen halt einfach nicht viel. Da ist die Brücke, das ist für später. Ah ja, klar! Aha, komm her! Gib mir deinen Schatz! Dein Schatz gehört mir. Nice! Der Vulkanbogen! Also jetzt bei den Gegnern werde ich noch nicht benutzen. Also bei den kleinen, wobei, ich werde dich in den Greif reinlaufen. Ja, bessere Sets und Verbrennung! Das ist genauso wie Bluto. Plus eine Feuerwaffe. Musste ich vorher was anderes machen? Ich glaube nicht. Ah, jetzt kommt die Fluchtsequenz. Moment. So, wir wollen uns ja keinen unfairen Vorteil hier ergaunern. Nicht? Nein. Ich habe gesagt, dass ich das alles. Ganz Neues. Was? Ich will das alles so fair und ordentlich, wie es geht. Einzige, was knallhart geskippt wird, sind halt Cutscenes. Außerdem dürfen wir jetzt noch ein bisschen Pearl and Marish bewundern. Bevor sie uns umbringen. Wieder und wieder, wahrscheinlich. Es wird furchtbar. Ich sag sie jetzt schon. Technik! Oh Gott! Oh, deswegen hat er die Biene statisch gemacht, damit sie nicht in den Path reinläuft. Aha! Ich verstehe. So, ganz viel Dialog. Technik. So. Nein! Aber erstaunt, wie gut das ging. Muss ich sagen, mit den ganzen Spielen, mit Spieldurchgängen, muss ich dann mal so feststellen, dass die Arena gar nicht so heftig ist. Also der Kampf gegen die beiden. Halt die wirkliche Fail-Kondition, die du halt hast, ist,
Dingens, halt Kraftstein gefolgt von AOE. Zweimal oder so. Eigentlich sogar die einzige Fail-Kondition. So. Bin ja gespannt, wie dann Marisch und Pearl werden. Wahrscheinlich furchtbar. So. Goddammit. Bist du noch da? Ja, ja. Okay. Hey, ich bin halt... Oh, das hab ich auch vergessen wegzuräumen. Ich bin halt ein bisschen paranoid noch. Muss ich so sagen. Dann kommt ja bald die Festung. Uiuiui. Das wird was. Also, als wir damals den Dialog haben, gemacht haben, jetzt wieder den ganzen Abschnitt, war einfach eine fucking Stunde. Ja. Ein bisschen gedauert, ne? Furchtbar. Ich habe meine Kutte getragen, um meine Kutte einzusammeln. Stellt hier Pflanzen sowas mitten im Weg hin, ey. Entschuldigung. Hast du bei dir auch Pflanzen mitten in den Weg gestellt? Natürlich. Muss es ja ein Speedrunner ein bisschen schwerer machen. Mhm. Also so nach. Bin erstaunt, dass sie nicht. Langweilig, wenn ich die ganze Zeit einen Knopf gedrückt halten können, um da irgendwo durchzukommen. Bin erstaunt, dass sie da nicht die ganze Zeit gemobbt worden ist, weil eine normale Hautfärbung hat sie auch nicht. Wenn ich da mal so ehrlich sein darf. Bei den Dämonen ist sie ja nicht. Na, ich glaube, daran liegt es einfach. Er war halt bekannt, ein Dämon, sie nicht. Naja, aber trotzdem ist halt... Ja, es war halt nur Dämon oder kein Dämon. Ja, wir sind halt Pisser, ganz einfach. Die müssen gegen alles sein, was nicht Bleich ist. Das ist wieder was ganz anderes, das ist richtig. Ja, wenn du dir so zusammen anschaust hier... Da. Das ist nicht Kreide, Bleich und Weiß. Ja. Das war denen aber auch egal, die sind halt nicht, ja, es sind schon rassistisch, aber halt nicht gegenüber Menschen, sondern halt nur gegenüber anderen direkten Rassen. Weil sie jetzt scheiße sind. Ja. Wären es mal lieber an sich rassistisch gewesen, I guess. Is what Exo is saying, I guess. Entweder ganz oder gar nicht. Ach stimmt, jetzt können wir hier noch was einsacken. Weil ich das überhaupt machen kann. So. Mhm. So, ich muss kurz schauen hier. 66. Ba-ba-da-da. Oh, noch nicht. Okay, habe ich es in den Gegenstand gemacht? Ich weiß nicht. Warum weißt du das nicht? Weißt du, wie lange es her ist, dass ich das vorbereitet habe? Und die Miete ist wieder kaputt. Aber nee, ich habe das Getränk auch entfernt. Also habe ich einfach dafür gesorgt, dass die das nicht als Bonus kriegen, weil das eigentlich immer nur für die Mädels ist.
Alles schon kaputt. Alles macht der Exo kaputt. Oh, so kann ich alles auf einmal kaufen. Praktisch. So, dann. Nehme ich Nummer 3. So. Ich erstmal lesen. Ich bin da, um zu lenken und nicht um zu denken. Die Nummer 3. Was ist? Das war auch hier der Simpsons-Film. Oh Gott, da. Arnold Schwarzenegger eine Auswahl kriegt von verschiedenen Sachen, er sofort, ohne es zu lesen, schnell die Nummer 3. Wollen Sie nicht erstmal lesen? Ich bin da, um zu lenken und nicht um zu denken. Okay. So, wir sind bereit, habe ich gehört. Vielleicht. Ganz toll ist wie das. So, jetzt kommen die schweren Kämpfe. Ich bin gespannt. So. Wasserring. Tränke. Nein, Herr Stopp. Ich bin hier, um die Sonne mit Schreck zu versorgen. Karte schon dienen. Natürlich. Ey, Elixier. Stimmt, Elixier konnte man hier schon einfach kaufen, weil. Endgame. Hm. Ich bin wirklich fühle ich, dass ich schon mal gesehen habe, weil jetzt alles hier noch Late Game ist, aber. Wenn man es über Tränke bestimmen würde. So. Und jetzt viermal Wasserring. Oh, das heißt, glaube ich, nee, Chris kriegt tatsächlich einen reduzierten Schaden. Ich meine, es ist halt der nächste Schritt vom Super. Und der nächste Schritt dann ist das Ultra. Pff. Weil durch die Elixiere kriegst du ja nur insgesamt 3000. Die Ultra-Tränke geben dir ja 5000. Nee, die Ultra-Sachen heilen komplett voll. Und die heilen voll? Ja. Ich dachte 5000. Nein, heilen komplett voll. Okay. Ja, dann aber erst recht. Gut, du kommst niemals auf 5000 AP, also selbst wenn es 5000 wären, ist es komplett voll. Ja. Auch wenn man was versuchen könnte mit, ja. Wann habe ich das dann? Von Digimon? Eventuell kommt das dann von Digimon, das mit 5000. Das kann sein. Ich habe irgendwie wieder Bock, Digimon World 2003 zu spielen. Oh Gott, ich wusste es. Das hatte ich dir letztes schon mal überlegt. Ja, du hast ich mag das Spiel einfach. Das ist ganz nett. Ja, was mir jetzt davon erzählt. Ich meine, du hast dich auch im gleichen Anzug über ein paar Stellen ausgelassen, als du mit beim Let's Play warst. Ich meine, da kannten wir uns ja schon. Hm. Es war dann so, Exo, ich muss dich was fragen und sowas. Und so, ich habe keine Lust, diese Stelle zu machen. Aber ich will. Ich brauche mehr Parts. Ist dann so, tu es einfach nicht. Ja. Wann war das? Wo war das? An welcher Stelle? Das, ja, jetzt will ich sagen, das Projekt ist über 100 Parts lang oder so. Ja, deswegen wundert es mich aber gerade, weil ich nicht weiß, welchen Part ich da meinte. Das ist eine sehr gute Frage. Welche Stelle ich da meine, die ich nicht machen will. Ne? Du hast dich nur an einer Stelle beschwert, das weiß ich. Oh. Das Spiel hat schon einige Probleme mit dem ganzen Hin- und Herrennen, aber... Meinst du? Keine Ahnung. Ich meine, gut, wenn du halt, das... finale Ende haben willst, dann musst du halt sehr viel Blödsinn machen, weil da musst du gewisse Digimon alle hochleveln, obwohl du die eigentlich nie benutzen willst und das Leveln im Spiel dauert einfach Ewigkeiten. Ja. Halt so ein Scheiß, den keiner machen möchte. Mhm. So, später dann. Aber ansonsten kannst du halt im Endgame gar nicht oder nur schwer, das ist immer noch nicht so ganz klar, ob das nun wirklich möglich ist oder nicht. Wenn du das sonst nicht machst, bevor du da an der einen Stelle bist, kannst du halt im Endgame nicht gegen den finalen Endboss kämpfen. Klingt ganz schön scheiße. Also du hast halt die Story,
wo du ja, du hast zwei Server letzten Endes, einen Asuka und einen Amaterasu-Server, die eigentlich 1:1 gleich sind nahezu. Und in jedem Server hast du halt den Nordsektor, Westsektor, Ostsektor, Südsektor und Zentralsektor. Und wenn du halt die Story durchspielst und den großen Oberbösewicht besiegst, wird sozusagen ja dieses Online-Spiel, weil es ja letzten Endes ein Online-Spiel ist, runtergefahren erstmal, weil dadurch halt das Ganze überhaupt erst passiert ist, dass fast die ganze Welt da vernichtet oder übernommen wurde von der ja bösen Firma da. Und dann hast du halt das Postgame, wo es halt wieder eröffnet wird, aber du hast halt nur einen Server offen und da auch nur den Zentral- und Sektor, glaube ich. Und die Platine, also der Untergrund wurde halt erweitert, dass da noch mehr Sachen drin sind. Da kannst du halt gegen die ganzen dunklen Digimon nochmal kämpfen, die nochmal vielleicht ein bisschen stärker sind, wobei ich mir da nicht sicher bin. Dann hast du noch ein paar Kartenherausforderungen, die du da spielen kannst, die dann nochmal ein bisschen schwerer sind und noch ein paar Karten freischalten kannst. Aber um letzten Endes das ganze Finale am Ende zu machen, musst du halt die sogenannten Epic Items haben. Was halt letzten Endes Waffen sind, die du dir die du halt sozusagen hochleveln musst. Und das geht halt nur, wenn du eines der Digimon, die die Waffen tragen können, auf Level 45 hochtrainiert hast. Und Level 45 dauert halt relativ lange. Vor allem, wenn du halt mehrere Digimon da hochtrainieren willst. Wenn du normales Endgame bist, dann hast du vielleicht normalerweise deine drei Haupt-Digimon auf Level 50 und die anderen, wenn du überhaupt andere hast, weil die sind ja alle optional, hast du dann vielleicht gar nicht. Wenn du die halt gar nicht bekommen hast, und die Waffen nicht gesammelt oder aufgelevelt hast und du dann halt in diesem Late-Game bist, wo du halt nur in diese zwei Sektoren kannst, gibt es halt keine Möglichkeit, die ich jetzt kenne, diese Waffen noch zu bekommen. Es gibt immer mal wieder Gerüchte oder Dinger, dass man die irgendwo in der Platine finden kann, aber ich habe noch nie irgendwen gesehen oder irgendwas gesehen, die halt wirklich zeigen, hey, hier und da sind die Dinger und so kann man sie bekommen. Deswegen glaube ich fast, dass es tatsächlich nicht möglich ist. Und wenn du die Dinger nicht hast, kannst du halt den letzten in Anführungsstrichen Arena-Leiter nicht herausfordern. Und wenn du den nicht besiegen kannst, kannst du halt am Ende nicht bei dem großen Turnier in Anführungsstrichen mitmachen, was halt auch nochmal zwei oder drei Kämpfe waren, glaube ich, oder sogar nur einer. Keine Ahnung. Wo dann halt gegen den stärksten Gegner kämpfst. Ich weiß nur, dass du halt, also erstens klingt scheiße. Zweitens, fuck Digimon. Nein, es hat ja damit nichts zu tun mit der Marke. Na, aber ansonsten wäre ganz nett. Also ich weiß ja nur, dass bei den letzten Pass dann, da hast du halt einfach nur im Piadamon Panel Mode und drückst mal den gleichen Angriff. Und irgendwie hast der letzte Kampf war irgendwie gegen den Finalboss, nur hatte der dann halt krassere Stats, aber du hast das jetzt gewonnen, weil Paladin Burst Mode Champion Bastard ist, irgendwie sowas. Ja, gut möglich, dann war das halt ganz am Ende. Ja. Aber das liegt halt auch einfach daran, dass halt mein Digimon allgemein sehr Bastard war. Nein, meinst du? Weil wenn du halt mit nur einem Digimon da durchgehst, du hast halt am Anfang vielleicht ein bisschen Probleme. Also sobald dein Haupt-Digimon halt so ein hohes Level hat und du nicht irgendwie Insta-KO-Moves abbekommst wie sonst was oder so, dann, ja, Steamrollst du ab einem gewissen Punkt einfach alles. Weil halt gerade diese Enddigitation, wenn du dann irgendwelche Megadigitationen hochgelevelt hast und dann noch eine Megadigitation, dann kriegst du dadurch eine DNA-Digitation. Die haben halt einfach so hohe Stats und Werte. Und Multiplier auf ihren Angriffen, dass es halt dann abartig einfach nur noch ist. Das war's. Und klar, man könnte das natürlich mit drei Digimons auch machen, aber ja, dann ist man wieder bei dem Problem, dass einfach das Leveln im Spiel einfach dumm ist. Neue Technik. Weil das beste Leveln ist halt an einer Stelle tauchen halt Umemons auf und die kannst du dann besiegen und die geben dir keine Ahnung 300 Erfahrung oder sowas und du brauchst abartig tausende Erfahrungspunkte, um überhaupt irgendwo ein Level zu steigen am Ende. Das ist nicht mehr schön. Schau mal übrigens. Paladin-Stoß. Durch gesegnete Lanze verursacht Lichtschaden. Stärkster Angriff, also stärkster Multiplier und Licht auf Chris. Yo! Nice. Gut, der nächste Boss, ich gerade andere Schwäche, die er noch hat, ist Wasser. Oh, hey, das Cutting Boy Pet hat auch noch den anderen Angriff. Aber ich glaube, ja klar, nee, Schlammklinge war Erdschaden. Vergiss, was ich gesagt habe. Na gut. Haha. Oh, ihr Gegner. Oh, ihr Gegner, ihr werdet sterben.
Vor allem, weil ich das jetzt machen kann, Glückwunsch, Pat ist hier in diesem Gebiet quasi nahezu unkillbar. Die Ringe sind nicht geschummelt, die kann man sich ganz legitim holen. So, Pat, was sind deine weisen Worte? Mein Glück, dass es vorbei ist, ich werde doch immer so schnell sehen können. Oh ja, was soll's, kann ich dir helfen? Oh, hast du einen neuen Kram? 84. Hey, die magischen Schuhe. Nice. Oh, will ich entdecken, ich kann Dämon. Ich will hier nur verkaufen. Quendia waren 126 Videos, what the fuck? Und mein allererstes Projekt, was auch einfach dann ist, über 100 Parts ging. Damals noch, als das Best noch richtig neu war, und da war das so, dass quasi das, das Projekt, was zuerst halt über 100 Parts geht, das muss man halt so richtig würdigen und feiern. Dann hast du gesehen, was ganz Besonderes. Ich denke mir so, ja, besonders scheiße. Na, mein erstes war ja weiter in Star Ocean, da hatte ich auch 128. Aber Granny hatte 126, das ist Star Ocean, glaube ich, mein längstes. Interesting. So. Luffy, Fortress of Doom, 82 Videos. So, ich hab's gehört, Chris wird jetzt mal ein paar Backpfeifen verteilen. Oh, warte, wenn ich gerade hier bin, kann ich mal kurz nachschauen, ob die auch insta-killbar sind oder nicht. Also, ja, mit sehr schlechter Chance. Und die Ritter gar nicht. Wow. Aber ich sehe gerade, jeder Gegner, also der reguläre Gegner, nur 20% Chance, instant gekillt zu werden. Das erklärt's. Ja, okay. Na gut. Nein! Genau, erstmal Chris betäuben. Ich habe noch seine Gegner geklungen. Was? Ich habe mal kurz eins meiner Demon 2003 Videos aufgemacht und ich habe damals noch sehr energetisch geklungen. Damals war das ja. Boah, ich mach bis jetzt 5500! Boah! Nice. Das ist disgusting! Ich sehe schon, würde ich Solo mal zu machen, hätte Chris ziemlich gute Karten. Chris, bringe sie um. Damage! Oh, das ist eine gute finale Technik. Mein Pet macht zu sitzen weiter einen guten Schaden. Jan hat dafür jetzt halt die ganze Utility. Die hört aber halt nur auch spätestens halt bei Bossen, also wenn sie dann komplett aufhört. Aber bis dahin, Damage. Ich mach Schaden, stirbt ihr Schweine. Wait, what? Ah, die 3000 waren vom Brand. Okay, gut. Ich dachte gerade, ich habe jetzt hier eine gebackte Interaktion gefunden. Das wär's jetzt gewesen, ey. Und Fluchschild, falls ich noch mehr Schaden kloppen möchte mit Chris. Hm. Oh. Nein. Nein. Ich kann nicht drücken. Explosionsfaust. Also Chris führt das Erbe von Lia ganz wunderbar fort. So, ich gehe mich kurz. Nein! Okay. Er möchte sterben. Ich wollte diplomatisch sein. Aber er wollte nicht. Oh, was eigentlich meine Technik gelernt habe. Sprengpfeiler. Recht massiven Schaden durch explosive Pfeilspitzen. Verursacht Feuerschaden. Okay, also ist mein Standangriff jetzt obsolet. Das ist die gleiche Animation. Wow. Warte, was? Moment. Das muss ich dann gleich schon mal nachschauen. Ist das wirklich, waren diese Zwischenanimation wirklich diese Spezialanimation? Das wär's jetzt gewesen, ey. Nein, mein Schaden. Uff, mein Schaden ist tot. Egal, er ist tot. Oh, Pat auch gleich mit der neuen Technik. Let's go. Was hast du gelernt? Mondsichel, richtig massiven Schaden an und kann den Gene einschläfern. Oh, stärkst einfach mit Schlafen. Ja, da wird er jetzt sicher noch hier eines guten Nutzens erfreuen. Also,
bis wir beim Finale ankommen. Da kann ich bei Chris kann ich nicht nur den Traumsäbel auswechseln für Kämpfe, wo das eh nichts bringt, sondern bei Kämpfen, wo ich Schlaf auch landen kann, habe ich dann zwei Quellen, die das auslösen. Ja! Ah, schön. Was ich jetzt nachschauen wollte, Moment. Ob jetzt wirklich diese Zwischendinger, ob das wirklich die mit der Spezialanimation waren. Weil ich glaube, er würde mich da verschaukeln wollen. So. Ja, Tatsache. Das sind diese Spezialanimationen. Wow. Und Sprengpfeile sind nicht mal rot, sondern sind weiterhin die Eispfeilanimationen. Tja. Okay. Kann ich alles einbauen. Also, naja. Psst. Wieso hast du im Chat geschrieben Exo-Fragezeichen? Weil du müffelst. Fuck. Was ist dein Problem? Das war auch vor ungefähr einer Stunde oder so. Ja, ist mir jetzt erst aufgefallen. Zu viele Fenster. So. Ich wollte sehen, wann es auffällt. Mache Damage. Da, 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 da. Ach, hier kann ich dann wieder Ultrasachen einsammeln. Also ich glaube, es war unten... Oben, Mitte. Nein. Dann unten, Mitte, Mitte. Aha, Bitch. Und hier waren die Super-Eintränke. Let's go. Müsste ich eigentlich aufgeschrieben haben, oder? Oder habe ich die nicht notiert? Ach nee, weil es nur die Super sind. Deswegen habe ich die nicht notiert, weil es nur die Standard-Tränke sind. Und da juckt sich keiner für. Weil ich die kaufen kann. Da, 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 da. Bar, 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 bar. Man kann es ja sicher auch machen, ohne gegen ihn zu kämpfen. Okay, gut, jetzt lag ein bisschen was dazwischen an Zeit, also. Oh ja, kann hier nicht rein. Nein. Das wussten wir aber schon. Hey, geht's auch weiter? What? Hey, geht's weiter? Jetzt müsste ich nach oben, oder nicht? Achso, warte. Aha, so. Hey! Geil! Widerstandstein wichtig. Also, ja doch, ist nicht so unwichtig. Nein. Dann sterbt ihr halt ihr. Oder auch nicht. Ich möchte gerne fliehen. Was ist das? Ich hab gespeichert. Level-Ups brauche ich nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh, da, da. Aha. Easy. Nee. Nee. Ja, nimm den Schaden. Nimm ihn. Musik ist weiterhin geil. Total Heights, einer der besten Stücke. Eines der besten Stücke. Ist das alles nicht notiert? Ist ja furchtbar.
Gut, drei Lebenswasser, schon ein bisschen wichtig. Und hier kann ich dann nicht mehr hin. Like, what the fuck? Exo? Ich meine, ich hab mir das immer gemerkt, aber als das hier Truhen sind, aber wow. Mhm. An dem Tag war ich sehr faul, scheinbar. So. Ah! Oh oh. Moment. Das haben wir gleich. Ja. Ah! Das ist einfach 200, ey. Für nichts. Ich hab das Gefühl, dass das noch sehr zu Problem wird. Aber hey, später. Jeder. Ich frage mich, ob ich dann eventuell stattdessen sogar die Wunderkeule machen sollte, damit er dahingehend mehr heilt. Also je nachdem, ob sich plus 50 Mentalität entsprechend auswirkt oder nicht. Eins. Nein. Zwei. Und die drei. So, alles an Ausrüstung, was ich damit haben kann. Wobei. Ich hab gehört, Chris soll Schaden machen. Mal schauen, ob das klappt. Schauen wir mal. Ja. Let's go. Gib mir den Damage. Gib mir den Damage. Schockfeuer. Verlangsam. Scheiße. Ah, daneben. Verdammungsklauer. Wie viel machst du mit Verdammungsklauer? Oh, 3600, das ist ein basismäßig. Die Sache ist, weil das halt zwei Sachen hittet. Das hittet Anti-Untot und Anti-Dämon. Und da, und halt viele von den späteren sind gegen beide schwach. Nicht Untot, sondern Anti-Dämon und Anti-, was auch mal das zweite ist. Paladin-Stoß! Ja! Damage! Damage. Und der Pet kriegt halt gar keinen Schaden. Was man durchaus tun kann. Oh, der Check ist so gut. Shadow Queen! Ich meine, ich kann versuchen, ihn einzuschläfern. So ungefähr. Egal. Ich habe Damage auf meiner Seite. Er kann mir nichts. Ich bin zu mächtig. Er hat einfach keine Chance. Er sollte gleich aufgeben. Jetzt erst recht. Ich habe gehört, 7000 Schaden willst du haben. Ah, oh, wenn so. Pet das Schild ausrüsten können. Ah, wäre das nicht schön. Ah, Schätzelein. Ah, Schätzelein, wäre das nicht schön. Und Pet macht das jetzt immer noch sehr respektablen Schaden, einfach so. Das kann man durchaus mal auch so festhalten. Mhm. Yes. Aber das war, ich glaube, der kürzeste Schockfall, den ich jemals miterleben musste. Textbox. Aber ja, Pet ist halt ziemlich sicher in dem Kampf. Ist auch so ein Vorteil. Endlich! Er ist sicher! Hat ja lang genug gearbeitet. Nein! Ah, ich hab Phoenix. Moment, gefuckt. Yes. Wie schade macht das? Ja, ist vollkommen okay. Metallgrenze ist mir wurscht. Ich meine, es wäre für die Damen relevanter. Also zumindest für Merlin und vor allem Rika halt. Aber hier, no passé. Oder wie auch. Brute forcing all the way. Wir haben die Muscles. Muscle Power. Heilsing. Paladin Stones. Und Pet ist einfach scheiße schnell und macht nebenher Schaden. Das ist so ganz nett. Oh klar, mein Heilsegen dürfte jetzt ja gar nichts mehr heilen, so wirklich, weil. Mentalgrenze. Fuck. Hm. Aber egal. Er kann eh nichts. Er wird sterben. Elendig. Außer ich treffe daneben. Ah! Er fuckt. Ah, so muss das Leben sein.
Aber wenn ich erstaunlich auf daneben schlage. Ah, nur normal. Nix. Okay, ich glaube, er ist fast tot. Ich meine, machst du auch guten Damage? Ja. Oh, er ist erwacht. Nein. Hey, guten Morgen. Es ist noch Suppe da. Okay, gut. Paralyse zündet aber gerade echt heftig mal an. Jan will zeigen, dass er nicht so schlecht ist, wie ich ihn die ganze Zeit gemacht habe. Er ist tot. Easy! Noch ein Boss und dann sind wir vom Late Game. Also, nicht in dieser Folge. Oh, entrüsten, sonst wird Chris noch tot um. Ah, scheiße! So, kann ich jetzt schon mal nebenher nachschauen, was der denn fürs Wesen hat, da ich da meine Ausrüstung anpassen kann. Ah ne, da waren jetzt noch zwei Bosskämpfe, ich habe nicht gehört. Feuer, Eis, Erde, Anti, Reptil, Anti-Bestie, Anti-Flugbestie. Ha! Ist aber scheiße, da kann ja der YouTube-Boy gar nicht so viel machen. Dunkelheit ist neutral, genauso wie Licht. Also kannst du dann sogar bei Paladin-Stoß bleiben. Du hast aber Erde, das heißt, du kannst dann. Ups. Du kannst den Kraftring, du kannst den Kraftring, du kannst ebenfalls Kraftring nehmen. Und du nimmst einfach den Mentalitätsring. Oh, weil Eis auch effektiver ist, von daher ist das super passend. Aber erstmal gibt es jetzt mal ein fettes Pimping, habe ich gehört. Weil es nicht die beste Wort war. Oh, stimmt, das heißt. Weißt du, was das heißt? Was denn? Wir nähern uns bald dem Extra-Content. Ah. Man hat es eventuell vergessen. Ich auch. Aber ja, Tatsache. Und er hat es gemacht. Ist jetzt so lange, so viel ist passiert in der Zeit. Nein! Komm raus! Genau so. Dankeschön. Weil ich gezählt habe, dass es ohne geht, mache ich jetzt hier einfach mal hier. Draco! So, ist der Zeit für Fett einkaufen. Fett einkaufen, Mama. Ein Kristallschwert, das nehmen wir doch gerne. Ein mystischen Dolch, solange ich physisch angreife. Diamantenbogen auf jeden Fall. Reinhardt's Keule auf jeden Fall, wenn ich physisch angreife. Was jetzt momentan der Fall ist. Aber den Säbel können wir das noch behalten. So. Moment, warte, was? Okay, ich komme mir bei. Ach nee, doch, in Attica war ich doch, das ist schon im Shop drin, oder nicht? Das weiß ich nicht mehr, ob du da im Shop drin warst. Müsste ich eigentlich gewesen sein, denke ich mal. Weil sonst könnte ich mir jetzt vor dem Militärstützpunkt magische Schuhe holen für Rika, nur um sie dann nach dem Militärstützpunkt sofort auszutauschen gegen die heiligen Schuhe. So. Maschine, Helm, Panzer. Was? Also ich hab's halt davon drei gekauft. Ups. Egal. So, dann schlappen wir mal ein bisschen das Menü. Hm.
Meiler. Armbogen ist auch obsolet. Behalten wir. Besenhaut, so eine gute Seite. So. Und jetzt noch zu... Fredo! Mein Glück, dass dieses Gas vorbei ist. Das ist wirklich nichts für mich. Aber egal, hier geht jetzt nicht um mich, sondern um eure Einkäufe. Und immer noch keine Ultras. Tja. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr werdet mich auch weiterempfehlen. Das überlege ich noch. So. Meinst du, aber reichen das Level für Gundels Skills? Hoffentlich nicht. Nee, Sache ist halt, Endgame kann da ja mal gerne sehr dazwischen haken, nicht wahr? Ja, und du hast ja noch extra Content. Ja. Daher, wahrscheinlich werden wir es irgendwann sehen, aber mal gucken. In der Tat, mal schauen. What? So. Direkt nächster Boss hier. Mal schauen. Ich hab mich nicht geheilt. Geht schon. Jetzt. So. Sprengfeuer! Schaden. Kannst weiter in Paladin-Stoß machen. Warte, Fangstich? Reptilien. Oh, sogar. Ah, das könnte sogar auch guten Schaden machen. Oh, 1600. Schneekristall. Wow. Wow, das ist mit B-Schwäche. Okay. Okay. Du heilst einfach. Oh, das kann ja nie richtig zeigen, so, oh, ich bin auch stark. Wir machen Paladin-Stoß. Daneben, das ist auch eine gute Schadenszahl. Kann man durchaus so machen. Oh, macht sogar mehr. Okay, dann weiß ich jetzt Bescheid. So, ich hoffe, du bist bereit zu sterben. Das ist ein Fangstich mit dem Schild des 4200, so viel wie gerade Jan mit seiner stärksten Technik und Schwäche schafft. Pat, bist du jetzt blind geworden, Mann? Ja. Oh, er ist verlangsamt. Yes! Er hat die Kapuze ein bisschen weit runtergezogen. Ja. Und warum werden das Licht ausgemacht? Oh, ist guter Mentalität, fühlt sich gar nicht mehr so schlecht aus. Aber es ist einfach nicht sehr viel. Aber er lebt! Das hat der Rika voraus. Er lebt! Die Heilung ist auch nur 1000, also kann auch einfach Tränke stattdessen schmeißen. Okay. Schlechterer Heiler, definitiv. Und der ganze Rest kann einfach nicht mehr zielen.
Ach, das Betäubt doch nehmen. Hm? Was? Was? Was habe ich gerade benutzt? Habe ich gerade die Technik von Pat benutzt? Ah ja, ich glaube schon. Ich habe ihn eingeschäfert. Oh, yay. Ich glaube, ich gerade angegriffen. Oh cool, habe ich gleich in den Schlaf gelandet. Ist aber auch gut. Kann ich mal mich mit einem hier heilen? Das kann man doch durchaus tun. Wir müssen einen schön hier warten, um richtig Damage zu kloppen. Aber ja, das ist schon mal Mondsicher, warum nicht? Oh, wieder verlangsamt, let's go! Pat! Ito, meine Güte. Das war genauso viel Schaden wie Schlammklinge, ich kann einfach das benutzen. Na gut. Also gar nicht mehr die Chance auf Schlaf. Oh, das kann betäuben, AOE-mäßig, was? Hab ich den Angriff schon mal vorher gesehen? Ich glaube ja. Ich meinte, da war schon mal was. Hat's wahrscheinlich nur wieder inzwischen verdrängt. Das kann durchaus sein. Und tot. Wow, also jetzt für die zwei, für die letzten Bosse bisher ist die Truppe richtig heftig am Austeilen. Ups. Muss ich mal so sagen. Ja, holy shit. Na, bei den letzten Bossen hat das mit den Kids extrem gut funktioniert. Ja, das stimmt. Davor mir immer so die Elemente gefehlt, weil es halt für eine andere Gruppe halt ausgelegt war, aber jetzt, jetzt zieh ich los, mein Dude. So, und gleich in den nächsten Boss kommen und... Oh, das wird jetzt scheiße, weil zwei AOEs. Ich kann auch für Doppelschlaf gehen plus halt Jan, also versuchen, es langsamer zu spielen. Das kann aber auch wieder maßlos schief gehen mit in allen Belangen. Also muss sein, ja. Erst muss ich überhaupt schauen, was ich dann überhaupt für Schwächen haben, von daher... Das kommt nämlich auch nochmal erschwert hinzu. Schauen wir mal. Wahrscheinlich wird das einfach sehr, sehr furchtbar. So. Dann watschen wir mal los. Da haben wir es für heute geschafft. Also mit Rising. Außer, dass wir danach noch Bock auf Pokémon. Das müsstest du mir aber sagen. Also Kampf zu, das haben wir auch nicht mehr gemacht. Ich habe immer Lust auf Pokémon. Nice. Oh, Cutscene. Cutscene. So. Speichern. Nachschauen. Du hast, weil du bist der Wichtigste, du hast Erde und Wind. Das war's. Ich glaube, ich habe keinen einzigen Windangriff. Kann das sein? Hatte Jan... Doch, Jan ist so Wind. Mit seiner Magie. Der Typ, der... Warte. Ja, aber er hat einen Wind. 140 Mentalität. Du hast nur gefragt, ob du Wind hast. Okay, habe ich nützlichen Windangriff. Alex hat mehr Stärke als Jan Mentalität hat. Jan ist ein Vollidiot. Das ist faktisch bewiesen. Erdschaden. Hat niemand hier irgendwas mit Wind gelernt? Oh, ist das belastend. Fuck. Gut, dann war ich halt Erde und das war's. Was hat denn Pearl nebenher? Auch Erde und... Nee, aber... Ja, okay, gut. Bei denen tauschen sich dann die Stärken von den Schwächen und Resistenzen. Das heißt Erde und Wind. Das ist natürlich jetzt ganz schön scheiße. Das heißt, die Mitte wäre sogar Status-Parade gar keine so schlechte Idee. Wahrscheinlich wäre es sogar eventuell eine Idee. Das heißt, mir am wichtigsten ist jetzt Tempo.
Und du auch Tempo. Ja, ich kann Verteidigung verzichten, um dafür mir nicht Gift heilen zu müssen. Könnte auch gut sein, weil ich nicht sehr krassen AOE-Heal habe. Weil du mich sowieso damit quasi two-shotten plus Gift, dann hat sich das ja eh erledigt. Mhm. So, schauen wir mal. Wir benutzen Gift? Pearls, AOE, der macht okay. Gift. Deswegen. Okay. Bin mir aufgefallen. Den habe ich jedes Mal benutzt, den Hut, genau deswegen. Achso, deswegen, okay. Oh, halt, stopp. Ja, ich wollte eventuell mit Chris auch Schlaf benutzen. Weniger Schaden, wird ein langsamer Kampf, aber hey. Und sich, Schaden. Und der Gift würde mich jetzt hier umbringen. Scheiße, ja, mach mal deinen kreischenden Sturm. Es wird Schaden machen. 1800. Ah, Chris! Lass meinen armen Jungen in Ruhe! Ja, Arschies. Ah, jetzt wissen, wer der gefährlichste ist. Jetzt momentan nicht, weil ich schlafe, weil ich die ganze Zeit hier spamme. I'm a spammer. Runden durchaus benutzt, um zu heilen nebenher. Du kannst Sizing machen, kriege ich einmal Tempo mehr raus. Ich habe nichts Gescheites für Damage, ey. Ich saug da, weil ich meine, man nimmt einfach Schwindelschwung, wenn du klappt das. Jetzt Verwirrung stiften. Er ist noch vergiftet. Paralysiert nebenher. Ist gut. Okay, gar nichts mehr. Yes. Schön langsam spielen. Solange nicht der Doppel-AOE kommt, kann ich das gewinnen. Ha! Noch lebe ich, Bitch! Das harte Wort, nein! Oh! Oh, Grins! Die Überlebensexperte! Oh, ist alles nachgelassen. Oh, richtig schlecht. Schläfst du? Nein. Ja! Nutzen wir die günstige Stunde, um wieder Ressourcen zu heilen. Damage! So. Ich kann langsam versuchen. Yes! Oh, gnädiger. Wenn ich mehr Status zu... Nein, das war so viel Heilung! Wie kannst du nur? Was habe ich jemals getan? Sogar verlangsamt. Let's go.
Aber deswegen war mir die Giftheilung wichtiger. Weil das würde ansonsten halt mein Heilsegen halt komplett annullieren. Ja. Und halt auch, wenn dann der AOE weniger Schaden machen würde, dann tickt der das Gift stattdessen für die gleiche Stärke und ich müsste stattdessen halt 4 Aktionen benutzen, um das Gift zu heilen. Weil ich so langsam, jetzt habe ich noch Chancen. Yes! Ja! Okay, ganz ruhig. Shit! Irgendein Status! Yes! Okay, gegen. Oh, sein Phönix ist halt nicht mal voll, weil Alex. Irgendwie sind Alex Sprüche einfach super genervt. Na! Ist einfach schlecht. Ist nicht der beste Heiler, stimmt wohl. Aber es ist halt auch Rikas Vorteil. Er ist halt mehr auf dieses halt Hexenkünstchen gedönt. So. Oh, er hat gar nichts mehr. Oh, shit, son! Jetzt! Verlangsamt. Let's go. AG-Produktion ist da ganz nett. Muss man sagen, viel mehr Tempo. Das stimmt. Und wie sieht deine Stream-Übersicht aus? Läuft alles? Ach klar, das kann ich nicht mehr jetzt hier einsehen, weil danach sind wir hiermit erstmal fertig. Also, ich habe jetzt für 2 Stunden 10 und es ist nichts gedroppt, nichts gesenkt, alles stabil. Wunderbar. Yes. Es war sehr viel Arbeit. Oh! Aber es hat sich gelohnt.
Freude. Und Schaden, aber vor allem Freude. Alex hier. Alex. Ah. Aber man sieht auch, warum nach hinten den Statuseffekte halt immer mehr nachlassen. Mhm. Aber dann halt dann komplett immunisiert werden. Das Team hat auch eine recht gute Dynamik. Ich meine halt, wenn natürlich du die ganze Zeit Pech hast, dann ist sowieso schlechte Karten, aber das ist ja alles so gebannt, dass es auf dich nicht passiert. Mhm. Also, sollte man hoffen. Sollte man. Wie mächtig das einem vorkommt, wenn man wieder eine Gruppe hat, die mehrere Schauseffekte halt und Elemente und so bedienen kann. Mhm. Warte, wieso habe ich verlangsamt? Ich kann angreifen. Zweckt ihn einfach nicht auf. Hm. Oh, das war das erste Mal, glaube ich, dass ich verfehlt habe. Kann das sein? Oh, so viel HP. Das war nicht der richtige Angriff. Okay, das war's. Nice! Wow, wie gut das alles lief! Holy shit! Ja. Lief gut, in der Tat. Alter Verwalter, das macht mich jetzt ja viel zu unbehaglich. Ich hab das Gefühl, das wird sich alles noch ganz doll rechnen. Und ich meine damit nicht jetzt mal zwangsweise meinen Bonus-Content. Baby. So, bei dir konnte ich kaufen, glaube ich. Du machst einfach gar nichts. Nein, ich habe mir damit Level jetzt gegeben. Nein. Egal, das kann ich fixen. Aber okay, gut. Das heißt, beim nächsten Mal, ja. Machen wir dann wieder erstmal den Dungeon. Dann haben wir ja noch so einen gewissen generellen Content vor uns. Und dann... Also, und dann fängt schon Bonus-Content mit an. Es ist nicht nur eine Sache, es ist ein bisschen mehr geworden, aber der Bonus-Content fängt schon mit Endgame an und dann ist halt Postgame. Aber ja. Kann das sein, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das Postgame in einen separaten Stream kommen wird auf jeden Fall, weil ich glaube, Endgame-technisch wird das alles jetzt noch dezent dauern. Aber ja, gut. Ich hoffe, du bist gespannt. Ich werte dein Schweigen einfach mal als Ja. Ich habe Ja gesagt. Achso, das habe ich nicht gehört. Nein, alles gut. Ich bin gespannt. Okay, gut. Sehr gespannt drauf. Gut, dann machen wir jetzt eventuell gleich weiter. Ich werde erstmal kurz gucken wegen Trinken, Essen und so. Jo. Und ja, bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Ach, schön. Ich kann eigentlich wieder hier streamen und tun und so. Und das, mein Internet gescheit benutzen. Yay. Ne? Okay. Ciao. Bye.